Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tag auch, Ihr Reporter vor Ort, immer unterwegs in Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Heute sind wir zu Besuch in Dörferden, genauer gesagt in Barme. Und hier gibt es etwas ganz Besonderes. Ich möchte zu Anfang nur so viel verraten. Sie sind dem besten Freund des Menschen sehr, sehr nah. Sie heulen mitunter auch gerne. Und leider wurden Sie in der Vergangenheit in Deutschland nahezu ausgerottet. Na, kommen Sie drauf? Ich gebe Ihnen eine kurze Bedenkzeit. Und liebe Zuschauer, haben Sie es? Ich sag's Ihnen, natürlich die Wölfe. Wie Sie hinter mir vielleicht schon erkennen können, wir sind heute zu Gast im Wolf Center. Das ist eine ganz außergewöhnliche Einrichtung, wie uns gleich auch Frank Fass zu erzählen weiß. Frank Fass ist sozusagen der Wolfsvater und hat mit seiner Frau zusammen das Wolf Center ins Leben gerufen. Hallo Herr Fass. Hallo Frau Steinhacker. Ich grüße Sie. Schön, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Das Wolf Center existiert jetzt seit knapp anderthalb Jahren, also noch gar nicht so lange. Wie ist das Ganze entstanden? Ja, die Entstehung des Wolf Center beruht auf einer Idee, die wir vor 6,5 Jahren in Kanada sozusagen eingefangen haben. Dort waren wir als gewöhnliche Touristen mit einem Wohnmobil unterwegs für 4 Wochen in den Rocky Mountains, also in British Columbia und Alberta, haben dort in den Nationalparks an verschiedenen Stellen echte freilebende wilde Wölfe gesehen und festgestellt, dass sie lange nicht gefährlich sind, so wie das immer behauptet wird. Im Gegenteil, sobald wir gerne mal ein Foto machen wollten, waren die sofort wieder weg und haben dann im Verlauf der weiteren Reise ein sogenanntes Wolf Center dort gesehen und besucht. Und das hat uns so begeistert, wie die das dort gemacht haben vom Konzept her, dass wir, meine Frau und ich, also damals beschlossen haben, sowas wollen wir in Deutschland auch errichten. Okay, also dann war aber trotzdem die persönliche Begeisterung für Wölfe aber schon da. Das Interesse war da, aber das wurde durch die Erlebnisse dort noch mal massiv gesteigert. Aha. Und wie kamen die Wölfe hier in das Gehege? Also woher kommen die Wölfe hier? Ja, unsere Wölfe leben hier in 2 verschiedenen Wolfsgehegen. Mhm. Wir haben 4 Wölfe von der Universität Kiel, dort aus dem Institut für Haustierkunde, übernommen. Und haben in dem 2. Gehege 6 junge Wölfe, die wir aus dem Wildpark Neuhaus in Solling, hier in Niedersachsen gelegen, übernommen haben. Die sind wiederum allerdings alle von Hand, von uns Menschen, von Hand aufgezogen worden. Das klingt ja spannend. Und gibt es da auch noch vielleicht, also gerade wenn man den Wolf mal betrachtet in Deutschland, er war ja nahezu mal ausgerottet. Ja. Ne? Der Bestand war ja eigentlich so gut wie auf Null. Und haben Sie eine Message eigentlich dahinter? Wollen Sie mit dem Wolf Center, was wollen Sie erreichen? Was ja, ist das Ziel? Sinn und Zweck des Wolf Centers kann man sich vorstellen wie so einen Spezialwildpark. Wir machen hier alles rund um das Thema Wolf, haben nicht diese 100 verschiedenen Tierarten, wie gesagt Wölfe. Und die Botschaft ist im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit, dass man wirklich mit freilebenden Wölfen hier in Deutschland zusammenleben kann. Und das behaupten wir auch hier als Jäger. Wir sind selber auch Jäger hier und wir sind davon überzeugt, dass funktioniert. Wow, also das klingt wirklich sehr spannend. Was können wir denn heute jetzt hier im Wolf Center noch erleben? Ja, wir veranstalten gleich die Schaufütterung bei den jungen Wölfen. Das sind die, die wir, wie gesagt, von Hand aufgezogen haben. Die kann man sehr gut anschauen dabei. Und schauen uns danach noch unsere Schafweide an, wo Besucher mal fragen, warum haben Sie hier lebende Schafe so dicht am Wolfsgehege? Nun gut, die Schafe haben wir hier auch als Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir zeigen verschiedene wirksame wie auch nicht wirksame Schutzzäune, Okay. Zeigen Herdenschutzhunde. Und davon haben wir ja auch einen hier für die Aufnahmen. Freuen wir uns schon, den gleich zeigen zu können. Super, ja, dann freue ich mich auch auf die Fütterung und ich schmeiße mich in Schale und ich würde sagen, dann geht's los. So, liebe Zuschauer, ich bin jetzt umgezogen und bevor wir gleich zu der Fütterung gehen, hat Herr Fass mir erzählt, dass wir noch ein kleines Experiment wagen können. Und zwar lassen sich die Wölfe anstecken beim Heulen. Also sie fangen zu heulen an, wenn wir auch heulen. Und das wollen wir jetzt mal versuchen. Herr Fass, wie genau machen wir das jetzt? Ja, wir heulen wie die Wölfe, so gut wir beide können. Okay. Machen ab und zu mal eine kleine Pause, um zu gucken, ob Folgendes passiert. Wir haben tschechoslowakische Wolfssonde. Ja. Die heulen genauso gut wie die Wölfe. Okay. Diese jungen Wölfe kennen die Hunde, die kennen sich. Das heißt, wenn die Hunde anfangen zu heulen, werden auch die jungen Wölfe hier anfangen zu heulen. Ich bin gespannt. Ich auch. Fangen wir an. Okay. Okay. Gut. Bei 3. 1, 2, 3. Machen wir weiter.
Jetzt geht's gleich los. Jetzt stehen die jungen Wölfe auf und fangen mit an. Super. Aber dieses Heulen, ist das ein Ausdruck von einer Stimmung? Muss man sich da Sorgen machen? Verschiedene Gründe lassen den Wolf oder die Wölfe heulen. Das ist so ein Zusammenhalt innerhalb des Rudels oder auch Territorialverhalten. Okay. Hallo, hier ist besetzt, hier leben wir. Oder einzelne Wölfe, die auf Wanderschaft sind, weil sie zu Hause ausziehen. Ja. Und um Paarungspartner zu finden, heulen mit der Fragestellung, hallo, ist jemand hier in der Nähe? Mit dem ich einen Rudel gründen kann. Verstehe, weil mitunter interpretiert man das ja, dass man irgendwie Mitleid empfindet oder sagt, ja. Mensch, was ist jetzt los, ist irgendwas passiert? Also okay, interessant. Ja, also das fand ich total spannend. Und jetzt bin ich auch richtig gespannt auf die Fütterung. Und da werden wir jetzt mal hingehen. Von hier oben wird jetzt gleich die Fütterung losgehen. Ja. Was bekommen die Wölfe hier zu fressen? Soviel ich weiß, gibt es heute kleine Futterküken. Das sind so abwechslungsreiche Mahlzeiten, die wir auch mal hier mit einbauen. Okay. Meine Kollegin Frau Gölzner wird das gleich machen. Ja. Und vielleicht bietet sich sogar die Gelegenheit, dass sie auch mal was reinschmeißen können. Ah, okay, also Bestandteil der Fütterung sind. Oh, super, das nehme ich gerne in Kauf, das Angebot, auf jeden Fall. Die Fütterung an sich, gibt es da immer das Gleiche zu essen? Oder? Nein, es ist abwechslungsreich. Häufig füttern wir Rindfleischreste, die wir zugeliefert bekommen, kriegen aber auch von den hiesigen Jägern als Jagdpächter verunfallte Rehe, verunfalltes Dammwild. Aber eben auch gelegentlich, so wie heute mal, Futterküken. Die haben wir im letzten Jahr auch viel benutzt, um die damals ja noch Welpen von Hand großzuziehen. Ja. Das war eine gute Möglichkeit und das haben wir einfach so beibehalten. Und gibt es da eigentlich einen Unterschied, wenn Sie füttern, zwischen den handaufgezogenen Wölfen und den Wölfen, die wilde Tiere ja, waren? Ja, da gibt es diverse Verhaltensunterschiede, was uns Menschen angeht. Ja. Denn die Handaufzucht von Wölfen bietet Vorteile, nämlich der Gestalt, dass man sie sehr gut beobachten kann im Gehege. Okay. Die haben keine Angst vor Menschen oder fürchten sich nicht vor Menschen. Nachteil ist, dass sie irgendwann, weil sie denken, wir gehören zu denen, dass es eines Tages so sein kann, dass wir in dieses Gehege nicht mehr reingehen können. Weil sie sagen, Territorialverhalten, Bindungspartner Mensch, bleib draußen. Wir wollen nicht mehr, dass du hier in unser Gehege kommst. Die Wölfe, die wir in dem anderen Gehege haben, 4 erwachsene Wölfe, die aber allesamt von ihren eigenen Elterntieren komplett aufgezogen wurden, die fürchten den Menschen insofern, dass sie, sobald wir das Gehege betreten, immer auf Abstand zu uns sind. Sie wollen weg von uns. Das ist witzig, man könnte meinen, es ist eigentlich andersrum, ne? Dass die Wölfe, wenn die Hand aufgezogen werden, mit dem Alter auch trotzdem noch nett sind zu einem. Ne? Kann sein, muss aber nicht so sein. Verstehe, ne? Es kann wirklich sein, das ist immer eine Momentaufnahme hier, wenn wir ins Gehege gehen und es klappt, freuen wir uns. Ja. Wenn sie irgendwann sagen, bleib draußen, dann nehmen wir die Botschaft auch sehr ernst. Ich verstehe. Und bevor es gleich losgeht, noch mal letzte Frage. Gibt es noch Vergleiche zum heutigen Hund? Kann man da noch Rückschlüsse ziehen? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Unterschieden, aber natürlich gibt es auch noch eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, handaufgezogene Wölfe haben wir ja hier. Wenn man das zu Hause im Wohnzimmer machen würde zum Beispiel, was nicht erlaubt ist, aber nehmen wir an, man dürfte das. Der Wolf zieht irgendwann zu Hause für immer aus, wenn er die Geschlechtsreife erreicht. Das heißt, wenn er ein Jährling ist, 1-2 Jahre alt ist, wenn man sein Grundstück nicht so einzäunt, wie wir unsere Gehege eingezäunt haben, dann geht der weg. Okay. Hunde können das kaum noch leisten. Kaum noch bis gar nicht mehr. Ein Hund kann ruhig mal 1-2 Nächte streunähernd wegbleiben. Der kommt früher oder später aber zurück zu seinem Menschen oder überhaupt zu Menschen. Hunde können nicht mehr ohne Menschen leben. Das ist einer der ganz, ganz großen Unterschiede. Verstehe. Ja, das ist sehr interessant und ich würde sagen, die Wölfe haben jetzt ziemlich Hunger und wir legen gleich mal mit der Fütterung los. Die Meute lässt nicht lange auf sich warten. Tägliches Ritual um 11.30 Uhr. Heute ein ganzer Eimer voll Futterküken. Für die Tierpflegerin und Hundeliebhaberin Nicola Gölzner ist die Fütterung jedes Mal von großer Bedeutung. Sie kennt die Tiere gut, verfolgt ihre Entwicklung. Das Fressverhalten gehört dazu. Zwischen den üblichen Rind- und Wildfleischmahlzeiten sind die Futterküken ein willkommener Genuss für den Wolfsgaumen. Heute werde ich zum ersten Mal ein gefräßiges Wolfsrudel füttern. Die Wölfe sind hungrig und ich habe hier auch jetzt die toten Küken in der Hand und werde es jetzt den Wölfen zum Fraß vorschmeißen. Ja.
In Sekundenschnelle ist alles verputzt. Etwa 2 Kilogramm Futter gibt es am Tag für die Jungwölfe, denn die müssen schließlich noch ein bisschen wachsen. Futterneid und Rangelei gibt es unter den Geschwistern nicht. Bei den sozialisierten Wölfen Ilva, Juri, Odin, Olomouc, Remo und Sirius hat es den Anschein, als könnte es heute gar nicht genug zu fressen geben. Stehen wir hier vor dem Gehege der nicht handaufgezogenen Wölfe. Und da gibt es einen kleinen Unterschied, auch was die Fütterung angeht, wie uns Herr Fass gleich noch zeigen wird. Vorab habe ich jedoch noch eine Frage. Es ist jetzt mittlerweile auch schon in der Presse gewesen, dass der Wolf oder die Wölfe, die Population in Deutschland zunehmen. Und worauf muss man sich einstellen? Gibt es da eventuell Gefahren, die auf den Menschen zukommen? Und was muss man eventuell beachten? Ja, es ist in der Tat so, dass Wölfe sich mehr und mehr in Deutschland ausbreiten, weil der Gesetzesschutz, sie sind ja per Bundesnaturschutzgesetz strengstens geschützt, das auch so hergibt. Wir hatten die Wiedervereinigung, die Mauer ist weg, das war eine echte Barriere. Ja, und nunmehr kann es eben uns passieren, dass wir auch hier in Niedersachsen früher oder später einen einzelnen Wolf oder wer weiß, vielleicht sogar eines Tages ein Rudel auf unserem Spaziergang oder freizeitlichen Tätigkeiten auf dem Felde, im Walde begegnen. Wir sind als Menschen im Allgemeinen nicht in Gefahr in Bezug auf das Aufeinandertreffen mit Wölfen. Gefährlich kann es aber werden, wenn wir tollwütige Wölfe antreffen, wobei die Tollwut im Großen und Ganzen in Deutschland als nicht mehr existent gilt. Dennoch finde ich, sollten wir immer sehr wachsam darüber bleiben, ob es doch vielleicht noch mal dazu kommt, weil dann können Wölfe tatsächlich gefährlich werden. Oder aber auch, wovor wir uns in Acht nehmen müssen, auch das ist sogar gesetzlich geregelt, niemals dürfen wir Wölfe anfüttern. Okay. Niemals dürfen wir ihnen Fressbares geben, Reste, was auch immer. Denn wenn sie lernen, dass sie an einer bestimmten Stelle immer wieder Fressbares finden, dann kann es tatsächlich sein, dass sie immer häufiger vorbeikommen und gucken nach, liegt hier Fressbares? Ja, nein. Wenn sie dann auch noch lernen, es sind zwar Menschen in der Nähe und dennoch kann ich hier fressen, dann kann es sein, dass sie die Hemmung bzw. die Furcht, uns gegenüber zu kontaktieren, immer mehr ablegen. Okay, und das habe ich verstanden. Also wir als Menschen in freier Natur sollten wir einen Wolf entdecken, nicht anfüttern. Was konkret hat das jetzt aber hier mit den Wölfen, die Sie hier haben, zu tun unter Fütterung? Ja, diese Wölfe müssen ja gefüttert werden. Täglich tun wir das auch. Und natürlich lernen sie ja ganz automatisch über Wochen und Monate, aha, da kommt immer dieser Mann mit dem Eimer in der Hand, also unseren Futtereimer, oder meine Kollegin macht das natürlich auch. Sie lernen, jetzt wird gleich gefüttert. Und sie sind in der Tat über Wochen und Monate immer näher während der Fütterung an uns herangekommen, weil sie feststellen, der bringt Fressbares, stellt aber keine echte Gefahr dar. Und somit wird der Abstand immer geringer. Haben wir sie vor einem Jahr hierher geholt, beziehungsweise 1,5 Jahre ist es ja her, waren sie noch ganz weit weg von uns während der Fütterung. Jetzt kommen sie schon auf 4-5 Meter heran. Aber diesen letzten Restabstand, das ist jetzt ein konstanter Wert. Sie kommen nicht mehr näher ran, weil da greift dann die Schwelle, wo sie sagen, jetzt fürchte ich mich, näher rangehen, könnte gefährlich sein. Deshalb bleibe ich diesmal auch außerhalb des Zauns und schicke nur meinen Kameramann ins Wolfsgehege. Die Wölfe sind sehr scheu und fühlen sich von zu viel Zweibeinern im Revier gestört. Mit Geduld versucht Frank Fass, die Wölfe heranzufüttern. Es braucht Zeit, bis die Tiere den Mut fassen, sich dem Futter zu nähern. Denn im Gegensatz zu den handaufgezogenen Wölfen überwiegt die Furcht vor uns Menschen dem Verlangen nach Fressbarem. Wir sehen, sie kommen langsam näher. Es hat jetzt Minuten gedauert, bis sie wirklich hier nur noch gerade mal 15 Meter von mir entfernt sind. Ich werfe jetzt weitere Futterstücke. Das ist unsere Antoschka, eine Fee, ein weiblicher Wolf. Sie wird langsam neugieriger. Und weiß natürlich, dass wir hier das Futter haben. Und dennoch ist sie so vorsichtig, dass sie immer wieder abwägt, gehe ich hin, lohnt es sich, bleibe ich lieber weg, ist das besser für mich? Und dennoch können wir feststellen, dass wir, wie gesagt, über Wochen und Monate sie hier herangefüttert haben, dass die Distanz zum Menschen kleiner wird. So, liebe Zuschauer, die Wölfe sind nun allesamt gefüttert worden und ruhen sich aus. Und ich möchte derweil die Zeit nutzen und mich mal ein bisschen umschauen. Denn hier im Wolfscenter gibt es noch viel mehr zu entdecken. Und nach einer kurzen Werbepause erfahren Sie, warum Wolf und Schaf durchaus beieinander leben können. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe?
Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörferden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Tag auch, Ihr Reporter vor Ort. Ich bin heute zu Gast im Wolfscenter in Dörferden. Und nach der Wolfsfütterung, die wir gerade mitgemacht haben, bin ich so ein bisschen weiter auf Entdeckungsreise gegangen und stehe jetzt hier mitten in einem Schafsgehege. Und Frank Fass ist zusammen mit seiner Frau Inhaber des Wolfscenters und auch auf dem Gebiet Experte. Hallo, Herr Fass, nochmal. Wieso denn Schafe in einem Wolfscenter? Ja. Entgegen weit verbreiteter Annahme dienen sie hier nicht dem Futterzweck, sondern der Präsentation. Wir wollen eine belebte Kulisse haben, also die lebenden Schafe, um anhand derer dann verschiedene Zaunarten, die wirkungsvoll oder auch nicht wirkungsvoll sind, zum Beschützen der Schafe vor freilebenden Wölfen zu erklären, zu zeigen. Und allerdings auch hier liegt sie vor meinen Füßen, unsere Herdenschutzhündin Cleo. Sie ist ein polnischer Herdenschutzhund. Auch sie wollen wir zeigen und erklären, was kann der Schäfer heutzutage mit dem Herdenschutzhund im Einsatz erreichen, um auch da wieder die Schafe vor freilebenden Wölfen zu beschützen. So wie es verschiedentlich auch mehr und mehr in Deutschland geschieht. Aha, okay. Ja. Wann sind die Lämmer auf die Welt gekommen? Ja, vor 2 bzw. 3 Wochen, nach und nach, Tag für Tag. Und ihre Mütter stehen hier, sowie auch ein Bock. Und die sollen jetzt in Kürze geschoren werden. Wir haben aber bewusst erstmal gewartet, bis sie komplett ablammen. Das heißt, dass alle Nachwuchstalente sozusagen geboren sind. Aha. Und dann sehen auch die erwachsenen Schafe plötzlich wieder ganz klein und zierlich aus. Das ist ja süß. Und Sie hatten vorhin den Zaun angesprochen. Da gibt es 2 Zäune und ich habe gelesen, einer wirkt und der andere wirkt nicht, so in der Art Maß. Ja, wir haben hier verschiedene Zaunarten aufgestellt, aber im Wesentlichen kann man interessanterweise sagen, dass dieser gelb-schwarze Zaun, den wir hier sehen, an diesen weißen Pfosten, das ist ein sogenannter Elektronetzzaun, dass er weitestgehend einen sehr guten Schutz bietet. Aha. Denn interessanterweise springen die allermeisten freilebenden Wölfe über diesen Zaun nicht hinweg. Okay. Was ich sagte, sie sind so super vorsichtige Tiere, versuchen durchaus aber, sich drunter durchzugraben, weil sie ja Vorrang graben können, kriegen bei dem Versuch aber einen Stromschlag, denn dieser Zaun steht unter Strom gewolltermaßen. Mhm. Und dieser Stromschlag ist so intensiv vom Schmerz her, dass der Wolf lernt, Finger von den Schafen lassen. Genau. Während ich mit den Schafen und niedlichen Lämmern auf Tuchfühlung gehe, stehen sie mit meinem Kameramann eher auf Kriegsfuß. So, da sind wir hier ganz nah dran bei den Schafen und mich würde noch mal interessieren, wie viele Schafe haben Sie hier? Wir haben jetzt mit den jungen Lämmern insgesamt 11 Schafe im Moment. Die Gruppe soll auch wachsen jetzt über die Zeit hinaus, Und die sehen ja schon recht bewollt aus, wenn ich das mal so sagen darf. Scheren Sie die auch selbst? Ja, die werden jetzt in Kürze, jetzt wo sie abgelammt sind, geschoren. Und dann werden wir feststellen, wie gesagt, sie sind plötzlich dann kleiner, zierlicher, weil der Anteil der Wolle doch auch ein erhebliches Volumen ausmacht. Ja. Und mich würde noch mal interessieren, es gibt ja diesen Ausspruch, Wolf im Schafspelz. Ja. Wissen Sie zufällig, woher das kommt? Ist mir nicht bekannt, woher diese Redewendung kommt. Eine andere Redewendung, der ist mir durch die Lappen gegangen, die erläutern wir immer in unseren Führungen, weil wir auch einen Lappzaun hier installiert haben. Ein Mittel, was im Mittelalter häufig eingesetzt wurde, um Wölfe zu bejagen. Was man auch erfolgreich geschafft hat. Und hat man diesen Lappzaun insofern falsch eingesetzt, dass man Wölfe seiner Zeit in Panik versetzt hat, dann sind sie doch durch diesen Zaun, obwohl sie das eigentlich nicht tun, hindurchgelaufen. Okay. Und das war immer der Moment, wo man sagte, der ist mir durch die Lappen gegangen. Ja, das ist sehr interessant. Sie sehen, liebe Zuschauer, man lernt nie aus. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Fass, dass wir hier bei Ihnen die Zeit verbringen durften. Wir haben viel gesehen, viel miterleben dürfen. Und ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Gerne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, von den Schafen geht es jetzt wieder zurück zu den Wölfen. Denn die Wölfe liegen jetzt hier ein bisschen und ruhen sich aus und man kann trotzdem eine ganze Menge über die Wölfe erfahren. Und zwar in der Dauerausstellung, die es hier zu sehen gibt. Und da gehen wir jetzt mal hin.
Liebe Zuschauer, das ist tatsächlich mal ein echter Wolf gewesen hier hinter mir. Und Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, wir sind jetzt hier in der Dauerausstellung. Und neben mir steht Christina Fass. Sie ist die Frau von dem Herrn Fass, den wir auch schon kennenlernen durften. Und sie ist Mitinhaberin natürlich und auch Expertin auf dem Gebiet und wird mir einige Fragen beantworten können. Frau Fass, was erwartet denn die Besucher hier in der Ausstellung? Ja, also die Dauerausstellung ist multimedial. Die hat das Universum Bremen für uns gebaut. Mhm. Das heißt, wir haben den Input über die Wölfe und Natur reingebracht und das Universum hat dann ihre Ideen noch mit umgesetzt. Und das ist wirklich eine schöne Ausstellung. Man kann sehr viel selber machen. Es gibt 5 verschiedene Themenbereiche. Hinter den Themenbereichen, also das sind Wände, da kann man immer einiges machen. Zum Beispiel bei der Faszination Wolf kann man ein echtes Wolfsfell anfassen. Man kann eine Geruchsspur nachgehen. Man kann durch ein Glas schauen, in welchen Farben sieht der Wolf. Und so kann man sich jeden Themenbereich einzeln erarbeiten und gucken, was sich dahinter verbirgt. Das klingt interessant. Darf ich den hier auch mal anfassen? Ja, na klar. Er sieht jetzt so böse aus, aber fasst sich ganz weich an. Wie so ein Schäferhund kann man fast vergleichen. Ja. Der Wolf wird hier eigentlich gemeinhin mehr so als gefährlich beschrieben, als Bösewicht in Märchen. Kennt man ihn ja eigentlich auch nur als der die Geißlein frisst. Ja, das stimmt. Ist es wirklich an dem? Ist der Wolf wirklich so gefährlich? Nein, also ich denke, er ist überhaupt nicht gefährlich. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wenn Wölfe angefüttert werden oder wenn Tollwut da ist. Natürlich gibt es auch, kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Aber eben nicht mehr als bei Wildschweinen oder anderen Tieren. Und ansonsten ist der Wolf wirklich ein eher scheues, zurückhaltendes Tier. Und ich denke, die Menschen haben nichts vor den Wölfen zu befürchten. Können Sie vielleicht sagen, wie ist denn derzeit das Verhältnis eigentlich zwischen Mensch und Wolf? Kann man da was sagen? Ja, ich glaube, also dieser ursprüngliche Hass von früher auf die Wölfe, der ja geschürt wurde, auch von vielen, sag ich mal, Gruppen, der ist nicht mehr da. Die Leute sind, glaube ich, eher so ein bisschen verunsichert, was sind denn wirklich jetzt Gefahren, die vom Wolf ausgehen? Und die sind einfach neugierig und wollen sich auch wirklich informieren. Und in Zukunft, was meinen Sie, wie wird sich das auswirken? Werden jetzt mehr und mehr Wölfe auch gesichtet? Wächst die Population? Kann man da schon, ist was abzusehen? Ja, also sie wächst auf jeden Fall. Und die Menschen bekommen das eigentlich gar nicht so mit. Weil die Wölfe, die halten sich so im Hintergrund. Und die bekommt man einfach kaum zu sehen. Also insofern ist das, glaube ich, gar nicht so ein großer Einfluss da. Und jetzt nochmal hier Bezug auf das Wolf Center. Wie wird es hier weitergehen? Ich habe gehört, da wird sich auch nochmal ausgeweitet. Sie haben noch mehr Gebiet um sich. Ja, also wir haben hier jetzt 5,2 Hektar in Summe und wir möchten gerne noch auf der anderen Straßenseite ist noch ein ganz schönes Waldgebiet mit 15 Hektar. Da haben wir schon die Pläne im Kopf so gut wie fertig mit einem Tundra-Gehege mit Polarwölfen oder Tundra-Wölfen. Muss man noch mal ganz genau gucken, was wir dann da auch bekommen können. Mit einem Schlittenhundetrail außenrum, mit einem Trappadorf. Wir wollen noch gerne Dingos mit im Programm haben und auch ein bisschen zeigen, was sind denn das für Tiere und wo kommen die her. Also wir haben noch ganz viele Ideen und noch 15 Hektar zur Verfügung und hoffen, dass wir so schnell wie möglich vielleicht schon im nächsten Jahr anfangen können, uns dort zu erweitern. Oh, das klingt toll. Und die Wölfe, wo beziehen Sie die dann her? Also das ist immer aktuell aus anderen Tierparks. Okay. Also es gibt mal Tierparks, die möchten erwachsene Wölfe abgeben oder wenn man ganz speziell anfragt und Welpen gerne haben möchte, da kann man einfach mit den anderen Tierparks und Zoos in Kontakt treten. Und gerade weil Sie Welpen sagen, wird es hier auch nochmal Nachwuchs geben bei den Wölfen, die Sie hier schon haben? Also bei den Wölfen, die wir jetzt hier im Rudel haben, das sind ja alles Geschwister, eher nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das Gehege sozusagen erweitern, dann wollen wir auch, wenn möglich, mit Welpen starten und wieder mit handaufgezogenen Welpen. In der 230 Quadratmeter großen Dauerausstellung können die Besucher die Welt mit Wolfsaugen sehen. Das Wolfscenter ist das ganze Jahr über geöffnet und bietet die Möglichkeit, aktiv am Wolfsleben teilzunehmen. Ein Erlebnis zum Anfassen für die ganze Familie. Ich empfehle es Ihnen, liebe Zuschauer, hier in Dörfherden im Wolfscenter freut man sich auf Sie. Und für alle diejenigen, die sich noch mehr engagieren wollen, es besteht sogar die Möglichkeit, eine Patenschaft für einen Wolf zu übernehmen. Also das ist eine tolle Sache, wenn Sie mich fragen, kommen Sie einfach vorbei. Ich für meinen Teil verabschiede mich für heute, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und mein Team und ich sagen Tschüss.